Ein Hallo aus Las Vegas. Wir sind immer noch auf der CES 2020 und ja, wie ihr hinter mir sehen könnt, einige von euch müssten schon erkannt haben, wo wir jetzt sind, nämlich bei Netgear. Hinter mir sieht man die coolen Bilderrahmen, die man ja letztes Jahr auf den Markt gebracht hatte. Die hat man hier erstmalig auf der CES gezeigt. Und ja, sozusagen etwas mehr in den Living Room geht man, hat man ja auch mit Orbi schon geschafft. Uns geht es aber jetzt nicht um die Bilderrahmen, sondern wir wollen euch die Neuigkeiten aus Wi-Fi 6 und 5G zeigen und das machen wir jetzt in diesem Video. Ja, wir sind hier bei Netgear im Hotel und haben hier sozusagen mal die Happy Hour gecrashed und uns die wichtigsten Produkte hier mal auf den Tisch zusammengesetzt. Ja, fangen wir mal an. Ich fange hier ganz rechts mal an. Ihr kennt ja wahrscheinlich den Nighthawk M2 von Netgear. Den hatten wir auch gerade in einem Lasertest. Davon gibt es bald die 5G-Variante. Macht natürlich Sinn. Im Moment im Endeffekt eine LTE-Verbindung ins Internet. Und 5G wird kommen, auch in Deutschland irgendwann. Insofern gibt es bald den Mobile Router mit Batterie, mit der Offload-Funktion hier, Gigabit-Port. Und ja, auch der Möglichkeit natürlich ein Smartphone zu chargen. Und dann halt mit 5G-Funktionalität. Ja, und wer jetzt sagt, okay, 5G wäre toll, ist auch bei mir verfügbar und ich habe dann halt auch kein schnelles Internet, DSL ist nicht verfügbar oder Kabelmodem. Für den gibt es bald das Orbi-System als ja, quasi Access Point ins Internet mit 5G. Das heißt, ihr habt hier auf der Rückseite die Möglichkeit, eine kleine SIM-Karte reinzupacken. Ihr habt da zwei Antennen für 5G. Und dann ja, ist das quasi der Access Point oder der Startpunkt für euer Orbi-Mesh-System im Haushalt. Habt auch gleich im Endeffekt noch 2 Gigabit-Ports hier hinten dran. Ja, und dann könnt ihr dann den Orbi verwenden, um ins Internet zu gehen. Der hat natürlich keine Batterie, das heißt hier haben wir 5G Stationary und hier haben wir das ganze Mobile. Ja. Neben 5G ist natürlich auch Wi-Fi 6 ein großes Thema und ja, da fangen wir am besten mal hier bei dem kleinen Entry-Level-Router an. Wir haben ja neulich den AX8 bei uns im Test gehabt, das war natürlich das Luxusgerät, ihr könnt euch vielleicht erinnern, das sah so aus wie so ein, ja, wie so ein Raumschiff von Star Wars vielleicht. Das ist jetzt hier die Entry-Level-Version der AX1800, auch Wi-Fi 6 Funktionalität 4x4. Hinten noch 4 Gigabit-Ports, ein WAN-Port. Das ist sozusagen das Einsteigersystem. Ein USB habt ihr hier noch dran, um vielleicht Storage oder einen Printer mit anzuschließen. Der wird natürlich deutlich preisgünstiger. Das heißt, das ist auch ein Anzeichen dafür, dass Wi-Fi 6 in diesem Jahr dann auch bezahlbar wird. Bislang ist es ja schon noch recht teuer. Teuer bleibt aber natürlich auch das Orbi-System. Wenn ihr unsere Mesh-Tests in der Vergangenheit angeguckt habt, habt ihr gesehen, da ist eigentlich Orbi mit, also Netgear mit dem Orbi-System immer vorne mit dabei gewesen bei den Benchmarks. Das würde auch so bleiben, denn im Endeffekt hat man dem guten Mesh-System jetzt noch Wi-Fi 6, ein Wi-Fi 6-Band hinzugefügt. Das kann auch als Backhaul verwendet werden, so wie man es kennt. Und ansonsten ist eigentlich alles gleich geblieben, nur man hat hier den Internetport auf 2,5 Gigabit pro Sekunde hochgesetzt. Das heißt, man könnte hier theoretisch auch ja, etwas schnellere Geräte dran anschließen, weil im Endeffekt, wenn man das alles pairt und das dann ins Internet rausgeht, natürlich auch entsprechend Bandbreite notwendig ist. Das ist so die kleine Veränderung. Ansonsten der Satellit sieht genauso aus wie bislang. Da habt ihr eure 4 Ethernet-Ports und natürlich auch die gleiche Funktionalität wie vorher. Sync-Button drücken, dann gibt es eine kurze Anzeige und dann könnt ihr euer Mesh mit aufbauen. Ja, und wer das jetzt sagt, okay, Orbi-System ist ja ganz schön und gut, aber ich finde eigentlich ein Mesh-System möchte ich gerne haben, sollte aber ein bisschen preiswerter sein. Für den haben wir auch noch was, nämlich ein Nighthawk-System und da gehen wir jetzt mal rüber. Da sind wir bei dem guten Stück, das Nighthawk-Mesh-System, AX1800 genannt. Wird es in Zweierkombinationen und in Dreierkombinationen geben. Ja, und ist für die getargetet, die sagen, okay, so ein Orbi ist mir doch zu teuer. Sieht ein bisschen, sage ich mal, spacig aus, hier auch mit so einer Oberfläche. Ist natürlich ein bisschen abgespeckt im Vergleich zum Orbi-System. Das muss man natürlich sagen. Es gibt nur einen Ethernet-Port. Ihr habt hier den Internet-Port auf der anderen Seite. Das gleiche beim Satelliten, da ist auch nur ein Ethernet vorhanden. Aber es ist natürlich auch so, dass nicht jeder diese High-End-Performance vom Orbi tatsächlich braucht. Hier hat man trotzdem Wi-Fi 6, das heißt, es ist im Endeffekt
ein System, wo ihr schnelle neue Geräte auch ganz gut einbinden könnt mit. Und das Gute ist, es kostet halt wirklich wenig, das heißt $239 soll die Version kosten, hier mit zwei Satelliten, mit drei dann etwas mehr, das heißt, es ist deutlich preisgünstiger als so ein Orbi-System. Das werden wir uns natürlich auch im Test angucken und mal schauen, wo dann so die Unterschiede liegen. Wahrscheinlich, wenn er über mehrere Etagen geht, natürlich wird so ein Orbi-System besser abschneiden, aber das ist natürlich auch getargetet gegen die ganzen, ich nenne sie mal No-Name-Anbieter, die so auf Amazon sich tummeln und versuchen, irgendein Mesh-System auf den Markt zu bringen. Da würde ich dann eher was von Netgear verwenden, wo ich dann auch im Endeffekt eine entsprechende App-Unterstützung habe und dann vielleicht auch sicherstellen kann, dass es oft Firmware-Updates gibt für Sicherheitslücken und so weiter und so fort. Testen wir auch demnächst. Es gibt auch noch viele, viele weitere Systeme hier. Es gibt neue Extender im Endeffekt für Wi-Fi, auch mit Wi-Fi 6. Und es gibt auch noch viele, viele Business-Produkte hier, die können wir euch natürlich nicht alle zeigen. Wenn ihr Fragen habt zu den Netgear-Produkten, ja, dann schreibt die gerne in die Kommentare. Und würde ich sagen, ich schließe mich jetzt auch mal der Happy Hour an. Ne? Thank you. Und genieße den Abend hier in Las Vegas. Wie gesagt, falls ihr Fragen habt, schreibt die in die Kommentare und wir kümmern uns dann die Antworten. Danke fürs Zuschauen.